so gewundert, warum das bei mir nicht passt, wenn ich es doch bei anderen in Tutorials gesehen habe, dass die das genauso machen. Ich wollte dann die Woche mal testen, so ein paar Sachen mit meinem Timing. Und habe dann was gesehen, beziehungsweise habe das irgendwie zwischendurch mal gemacht, offstream. Habe es zwar mit aufgezeichnet, damit ich halt alle Versuche irgendwie dokumentieren kann. Aber hab's dann mit diesem Testrun, der eigentlich nur, wo ich was mit dem Timing ausprobieren wollte, dann auch geschafft. Und es hat sich gezeigt, es war tatsächlich ich und nicht irgendwie, dass die Tutorials falsch sind oder nicht nachzuvollziehen sind. Ich meine, das habe ich auch schon gesehen, wo ich bei manchen eben mir fast sicher Thanks bin, again, guys. okay, Hey, Maddie, das hold kann on. nicht so sein, wie es ist. Aber ja, in dem Fall ging es genauso. Okay, ich habe also, wie gesagt, die Sequenz geschafft. Kommt, wenn ihr es sehen wollt, auf YouTube hoch. Er wird auf YouTube hochgeladen, beziehungsweise habe ich jetzt vorhin gerade gemacht. Werde ich dann nachher noch irgendwie freischalten, wenn wir da hier heute fertig sind. Und dann könnt ihr den Versuch sehen, in dem es dann tatsächlich geklappt hat. Leider ohne Cam, weil ich, ja, wie gesagt, das habe ich nur so zwischendurch gespielt und habe eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass es klappt. Ich wollte nur mal testen, ob verschiedene Sachen einen Unterschied machen. Und ja, das machen sie. Das heißt, es war da, wie gesagt, meine Schuld und nicht das vom Tutorial. Okay. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ist ja mal ungewohnt, dass uns hier nichts passieren kann. Aber wir haben. Na komm. Ah, das geht hier nicht. Okay. Ich kann ja die Waffe nicht wahrscheinlich nicht auspacken. Ich wollte mal gucken, wo ich irgendwie noch munitionsmäßig stehe. Obwohl das in dem Lauf auch nicht so schlimm war wie in anderen Läufen, weil ich in diesem Hardware Store habe ich eigentlich die NPCs relativ viel machen lassen. Muss zwar ein bisschen länger warten, aber ich habe nicht so viel Schüsse verbraucht. Ich glaube, hier liegt nichts mehr. Ich glaube, hier findet man irgendwo noch ein paar Münzen oder so, wenn man die also sammelt fürs Tutorial. Ach, fürs Tutorial. Für die Trophy. Gerade weil ich die ganze Zeit nur von Tutorials rede. Ich glaube, hier hinten irgendwo. Im Boden, oder? Um es zu zeigen. Ja, hier liegen noch halt die Vierteldollars, die die Abby sammelt. Und die braucht man ja halt eben auch für die Trophy. Ich habe sie zwar schon alle gesammelt, aber. Weil den habe ich extra lange gesucht. Deswegen habe ich den jetzt hier nochmal. Aber obwohl, wenn ihr die Trophy macht, guckt ihr euch wahrscheinlich eh einen Guide an. Wartet nicht drauf, dass ich mal sporadisch irgendwelche Münzen zeige, die mir dann irgendwann nochmal einfallen. What you got for us? No assignment. Just says report to Isaac. Both of us? Yeah. Never been this busy here. Someone's going down. We better find Isaac. We should make sure Mel's okay first. We're jamming four people in a room meant for two. Hey, let's figure out another. Alice is here. Hey, Alice. Hang in there, girl. We're gonna get you out of here soon. Ah, hier ist eine Werkbank. Ah, hier ist noch. Ja, genau, hier ist Munition. Hey, man. Abby, heard someone had to save your ass for once. Yeah, I mean, one time. Ich glaube, ich mache jetzt hier auch nochmal ein paar Aufrüstungen. Weil der Vorteil hier ist eben, wenn ich jetzt in das nächste Gebiet komme, dann bleibt es gespeichert. Ich hatte zwar vorhin in dieser Bootswerkstatt, was heißt vorhin, beim letzten Mal in dieser Bootswerkstatt, schon so ein paar Sachen gemacht. Aber dadurch, dass ich ja die ganzen Neuversuche wieder hatte, blieb das ja nie. Und irgendwann habe ich es eben aufgegeben, das jedes Mal nochmal zu machen. Aber wenn wir jetzt hier rauskommen. Dann bleibt sie halt eben gespeichert. Ja.
Aber fehlen noch Teile. Okay. Mal gucken, ob sie hier noch was findet. Thanks. You seen Isaac anywhere? Nah. All this commotion, I'd be hiding too. Ah, wir haben jetzt schon mal Pistolenschuss, fürs Gewehr haben wir was abgegriffen und sogar eine Pipebomb. Ist schon mal recht gut. Also laufen wir hier noch ein bisschen rum und gucken mal, Abby, komm her, sag. Was sich noch so abgreifen lässt. Ja? Yeah? Heard about your ambush. Where'd they hit you? Right around here. Near the warehouses. Oh, shit. They keep slipping past our lines. Hey, you know where Isaac is? Hey, you know where Isaac is? He was here a few minutes ago. Okay, thanks. We'll look around. All right, so the good news is nothing's just looks pretty bad, huh, Doc? I've seen worse. Hier nochmal raus. Ich hab mir hinten die Ecke noch nicht angesehen. What's up? Hey there. Hey. Hey, Whitney. Oh, hey, Abby. What's up? You know what's going on around here? I wish. All I know is they're sending some of us to the hospital. Supply run. How exciting. I know, right? That game good? Really hard. But really good. Got some great tunes too. Don't let me stop you. See you around. Ja, leider nicht mehr, ne? Aber wird nicht. Fucking video games. Okay, hier komme ich also nicht durch, ne? Abend. Hey man, feeling better? Pain meds are kicking in, so yeah. Hang in there. How's the hand? Well, I'm gonna keep most of my fingers. Brother, you only need three. Am I right? Dude. Stimmt. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas rumsteht, was wir uns abgreifen können. Speak of the devil. Hey guys. How you doing, Melon? Just a few more stitches and I'll be good as new. You guys need to convince this girl to relax. Hey Mel. Relax. You got it. Klar. Hey, I need some muscle, so can you two give me a hand with something? Sure. Don't move. I'll just be here. Relaxing. Nora, have you had a chance to relax? I'm shipping out to the West Side Hospital in a few. So, gibt's hier noch Supplies irgendwo? Hier kann ich jetzt aufmachen. How's Mel? Really? Well, the baby's vitals were a little elevated, but I'm not worried. Someone should get word to Owen. He'll want to be here for her. Yeah. I need to show you guys something. What is? Follow me. Oh my god. Are these all ours? Yeah. And more are coming in by the hour. You can't tell Mel, all right? Nora. Just not yet. Come here. Who's in that body bag?
Holy shit. It's Danny. Where's Owen? I don't know. A few days back, there were some scar sightings out by the marina. Danny and Owen were sent on a sweep. And this morning, the guards found Danny collapsed by the perimeter fence. He'd walked himself back with a bullet in his stomach. Pinches scars, hijos de puta. Isaac talked with him until he passed, but as far as I can tell, there's no units going back that way. So what about Owen? Did you ask Isaac what happened? Yeah, I tried. But he gave me that fucking look, and then he told me to keep quiet about it. Which means you can't say shit. Owen's a big boy. I'm sure he's fine. Where is Isaac? I'll be discreet. Last I heard, he was in the apartments. Okay, I'm gonna go check up on Mel, so let me know what you guys find out. Yeah. Ah, okay. Jetzt können wir uns aber hier umsehen. Why hasn't Isaac sent on a search party for Maybe he has and just didn't tell more. I fucking hope so. Deswegen konnten wir da eben jetzt noch nicht hin, weil wir da jetzt noch, weil wir da jetzt erst hin sollen. Aber gut, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier viel mehr finden. Die Gewehrschüsse, die Pipebomb und alles, das war ja schon für Grounded echt viel, was man findet. We're looking for Isaac. He's inside. Go on in. Thank you. Man, look who it is. Sup, fellas? Got time for a game? Ach stimmt, ich kann auch. Kann ich das hier? Here for Isaac. Whatever, big shot. Not my fault. Kann ich wohl nicht. Ich komme nicht an. See you around. Ich kann hier also auch keine Skills machen. Weil ich dachte, ich mache die jetzt auch hier, damit ich es nicht immer wieder machen muss, weil, wie gesagt, sobald wir wieder in eine Stelle kommen, wo ich dann spielen muss, dann geht es ja immer verloren. Da müsste ich halt mit jedem Durchlauf nochmal machen. Hier sind auch nochmal Münzen. Wie gesagt, ich brauche es zwar nicht mehr, aber so der Sammlertrieb lässt mich auch manchmal nicht dran vorbeigehen. I don't miss this place. Fuck. Always hated the smell. After our morning. I wouldn't mind a few minutes with these guys. I hear that. Okay, hier liegt nichts. Hey, Abby. We need to go up. Isaac's in there. Oh. Do you know if he'll be long? Said to get him when you two arrive. Come on. Sir, Abby and Manny are here. Don't
let him fall asleep. Yes, sir. Let's go up. I heard you two ran into some trouble. No losses on our side. Just some minor injuries. Can't say the same for them. Wish I was hearing more of that. Never seen the base this packed. Give it another day. Still waiting on some units. What's going on, boss? These small skirmishes. Can't keep going like this. Then what? We could try another truce. But how long before some asshole on their side or our side unravels the whole thing? No. It has to be all of them. Sir, we'd try attacking their island. Not like this. Not with everyone. Big storm, a few days out. We're gonna use it to mask our approach. You two are gonna lead the first wave. Pick your squads, start prepping. I want Owen. When are he and Danny getting back? Who talked, Nora? Okay. Hat's durchschaut, ne? Salt Lake crew. Is someone okay? As far as I know. Then why didn't you send a search party after him? He shot Danny. Apparently to protect some scar. It's bullshit. Excuse me. That's not Owen. You got it wrong. You're saying Danny used his last breath to lie to me? Sir. People hear that story. Owen's dead. Anyone who finds him, they'll gun him down for sport. And I suggest you all stop gossiping about it. Let me go after him. I'll walk him back in. We'll get to the No. bottom. You said yourself the storm's a few No. days. We've only got one shot at this. And this is bigger than any of us. Definitely bigger than Owen. If he turns up, then fine. I'll give him the benefit of the doubt. And we'll get to the bottom of it. I need you, Abby. Yeah? Yeah. I get it. Look over the plans and go through your roster. Grab some food. We'll talk later. No way Owen killed Danny over some scar, right? What? Da ist was faul, ne? No. Abby, don't. I'll be back by morning. You just gotta cover me till then. Isaac will kick your ass. Not before the assault. You heard him, he needs me. If Owen's out there, how the hell are you going to find him? I know where he'll go. Kill you. What? Seriously, stop it. All right. Why don't you come on over and enjoy this view with me then? It's great. It's the best. Oh. Come on. We made it all the way up here,
Just so you could wimp out on the last two steps? Yeah. Yes, deal was to get up here, so. All right, here's what's gonna happen. You're gonna get your ass over here, sit on the edge, or you can go down here on the kid seat and look at this view with me. We can't miss training. Really? Not even just for one night? No. Don't talk about it? It's getting late. Yeah. Okay. Don't. Don't, do not, it is too high. Oh my God. You know, I don't think I can live like this anymore, Abby. Owen, I'm serious, I will break up with you. Owen. I always loved you. Don't! Owen! Abby! I'm down here, you asshole. You jumped? And I missed it? I thought you drowned. And you came to my rescue? No. I came to make sure you drowned. I found something pretty awesome. What? I think you're gonna have to follow me to see it. Okay. Owen, we have to go back. We will. Once you see this. Owen. What are they gonna do? Kick out a bunch of displaced fireflies who have nowhere else to go? Maybe. I don't want to find out. Just come see this thing. Take a deep breath. You gonna keep going? Fuck yeah. Ich wollte schon sagen, hoffentlich geht es nicht noch zu lange. Es ist wie eine dieser Zoos, aber für Fisch. Shut up. Check this water pup out. I saw the seal the other day. It's covered in spots. They don't have spots, they're brown. Those are sea lions. No. No, you don't know. I know what I saw with my eyes. Hey, give me a hand with this. Yep. What is this place? Well, clearly this is some sort of theater, but for fish. You're
Brewster? What? I'm not old. That's my old towel. Das ist Gold, ja. We're not leaving till you come see this. You think this sailboat was part of the show? Nah, looks like somebody turned this into a midship dock or something. There's some kids' clothes. Bet a family came through. Look at these drawings. I wonder what happened to him. Maybe they joined the wolves. Yeah, or got killed by scars. Such an optimist. Hmm. All right, enough of this boat. You want to go see the rest of the fish zoo? You think there's more to see? Of course. Let's go. So, gucken wir mal, ob wir oben an der Tür rauskommen. Beziehungsweise, ob wir jetzt rauskommen. Yep. Wir müssen ein bisschen klettern, aber. Gib mir weiter. Yep. Hier. Okay. Holy shit! Look at you! Pushed 185 pounds yesterday. Yeah, right. So, we take a quick look around and then... We head right back. Oh my god. Oh, you don't see that every day. Spots. Look at that. Well, the one I saw wasn't bronze either, so. Yeah. I think this is our boat, Captain. Shit. His kids ran off to join the Scars. Jeez. Well, on the bright side, I found these keys. What is wrong with you? He's a skeleton. He doesn't need them. I just don't understand how anybody willingly joins the Scars. Why not? Because they're an insane cult. That's why. Well, in the QZs, people would refer to the Fireflies as terrorists. Fanatics. It's not the same. I'm just saying... We shouldn't dismiss them as crazy. Don't say shit like that at the stadium, okay? Can you imagine this place filled with people? Kids laughing, running around. Different world, right?
Nee, also reden kann ich nichts mehr mit ihm. I think it's the same family from the boat. That'd be my guess, yeah. Wanna try those keys? Oh, yeah. This one? Nope. How about... Got it. Painting this must have taken forever. Don't tell me you want to go down there. Come on. Owen. Last thing. I promise. Last thing. Just, don't look down. Just go. You're good. I'd love to meet this kid. I mean, he's a scar. Maybe you have. Jesus, I sure hope not. Solid fort, Max. Excellent craftsmanship. Whoa. Get on in here. See that? Told you they were spotted. Yeah. Yeah, yeah. Slow down. No. Is it this? It's this, isn't it? You are disgusted by it. Come on, Ab. I'm sorry. Don't be sorry. Talk to me. I know all the leads have dried up, but the Joel's still out there, you know? I know. What can I do? Let's go back. We can still make training. What about you? I'm gonna hang out with the seals for a little while. I'm sorry. I told you already. Don't be sorry.
Okay, Rückblende vorbei. Jetzt wird's gleich wieder. Das war jetzt so der, wie soll ich sagen, der angenehme Teil. Und mal gucken, wie ich mich dann gleich nochmal schlage. Can I talk you out of this? No. Wenn's dann wieder um die Lust geht. I gotta find him. I mean, if you really killed Danny. Fuck Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa, Abby. Na, Stein habe ich also noch. Trying to get busted? Come on. Okay, also kann ich. Habe ich kein. Ich habe doch eben Gewehrmunition aufgesammelt, oder? Oder waren das Schrotflintenpatronen? Ne, auch keine Schrotflintenpatronen. Egal. Ne, okay, alles ist durchgeladen. I do appreciate you helping me sneak out like this. How are you getting to the quarry? The highway? Can't. Too many patrols. I get spotted for sure. I'll rough it. Aquarium's due west of here. Keep following the sun, right? I'm coming with you. I've done this before. Not with this many scars in the area. Many. Please. All right. You know best. Hier liegt noch ein PlayStation-Controller. Und hier ist die. Sieht aus wie die. Oder? Ist eine PS3, oder? Okay, Flasche habe ich eine. Schade, dass man da nicht mehr als eine tragen kann, aber macht nichts. Ja, hätte es nicht. Ich gucke erstmal durch, ob es noch Supplies gibt. Genau, hier ist er. Ah, stimmt, ich kann. Jetzt kann ich bestimmt noch diese Skills machen. Oh. Ne? Hey. Thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on, Ives. I can't handle all this emotion. Clear. Come on. All right. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Seriously, watch yourself out there. See ya. Okay, erstmal weiträumig hier alles ablaufen und gucken, ob es noch irgendwas gibt. Bin froh um alles und nehme alles mit. Great. Ja, Schüsse fallen aus der Ferne, ne? Das macht einem doch schon mal Mut.
Yeah, no. You can rot here. Gab's jetzt wirklich nur den Brief? Schade. Dachte, gäb's noch irgendwie Supplies oder so. Ich bin ja froh, solange hier keine Viecher rumlaufen und ich mich hier eigentlich ganz gut und frei bewegen kann. Ist alles in Ordnung. Ich dachte, ich kann hier vielleicht hochklettern. Ah, hier ist ein Fenster. Alles verbarrikadiert aus, ne? Ich glaube auch nicht, dass ich hier durchkomme, oder? Nee. Figures. Guess I'm going over that wall. Na, wenigstens etwas. Okay. Hier war irgendwo noch so ein, uns ein Klicker entgegenkommt. Da bin ich nämlich auf, ich weiß es noch so gut, weil ich bin hier auf Normal schon oft gestorben. Und deswegen ein bisschen Anlauf nehmen und okay, letzter Checkpoint 10 Minuten. Das ist wohl wahrscheinlich von dem Punkt an, wo wir durch den Zaun sind. Okay, hier geht's wohl weiter. Mal gucken, ob es da hinten noch was gibt. Das ist ja nochmal so ein Häuschen. Ja, Pillen gibt's hier. Okay. What the hell? Ja,
lead you right off a cliff. These freaks are in our backyard. Klar, hier muss ich ein bisschen, glaube ich, ein bisschen. Okay. Aber reicht immer noch nicht für den Checkpoint. Gut, ja, wäre auch ein bisschen wenig, ne? Okay. Ah, Stein. Stein ist immer gut. Hier gab es, glaube ich, noch Sachen, wo man irgendwie... Oh. Und hier gibt es Viecher. Also, okay, ich meine, hier steht irgendwo noch ein Tresor. Aber gut, ich weiß nicht, ob er sich wirklich lohnt. Aufpassen. Hier ist der Tresor. Aber wo ist der Code? Das heißt, ich muss noch irgendwo einen Brief finden. Weil ich die Nummer nicht, den Türcode nicht, den Tresorcode nicht kenne. Und ich glaube, da wo ich hin muss, da ist der Encounter. Mist. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Klicker oder sowas, deswegen ist halt eben doof, weil die Tresore lohnen sich normalerweise sehr. Sind Klicker. Ich weiß es nicht. Lohnt sich nicht. Oder muss ich da sowieso vorbei? Nope.
habe jetzt auch zwei Pipe-Bombs im Sack. Könnt ihr ja eine draufschmeißen. Irgendwo da oben sind die Viecher halt. Aber ich würde die lieber behalten. Ich weiß, da oben hat, glaube ich, einer den Brief in der Hand, aber ich habe jetzt zu viel Schiss, dass ich, drauf gehe. Ich würde gerne den ersten Checkpoint heute schaffen. Martyr's Gate. Truth is dead, but you just keep coming back here. Didn't we just clean all this shit up? Könnt ihr natürlich auch hingehen und einfach nachgucken, wie der Tresorcode ist. Turned a crazy person into a martyr. You want peace? Easy. Stay on your island. Was noch auf meinem. Die Machete gern behalten, aber. Ja, ist noch fitter. Ich glaube, die habe ich auch immer einmal verstärkt. Losing my sunlight. Fall runter. Okay, geht's auch nicht weiter. Ah, hier.
Hier gibt's wieder irgendwo Wachen oder so. Ne? Shit, das gehört alles noch zusammen. Okay. wo sind sie denn? Ich weiß, dass der irgendwo ganz vorne hin muss. Ich könnte natürlich jetzt über so eine Aktion, oh, ich renne einfach mal so weit, wie ich komme. Gut, wenn ich mal einen sehen könnte, ne? Aber durch die tiefstehende Sonne. Kriegt man da wenig mit. Egal, das geht mal. Oh, Verbandskasten. Ganz umsonst. Da jemand? Weiß es nicht. Da den Kisten sollte mich eigentlich keiner sehen. Ich höre sie irgendwo reden, aber ich sehe sie nicht. Mal, bis der nochmal weg sich nochmal wegdreht. Okay. Weg. Ist der hinten, wo ich muss? Ah ja, klar. Den habe ich jetzt direkt vor der Nase. Oh, komm. Ach, nimm mich ein, nimm mich. Oh, Kacke. Siehst tote Menschen, ja. Genau. Grüß dich, what the fuck. Ja, ich habe keinen Stein geworfen, ich habe aus Panik die Pipebomb geschmissen. Deswegen, ich dachte schon, warum bin ich jetzt gerade explodiert? Aber, ja. What if Owen's somewhere else? Ja, wie gesagt, dann ist der letzte Checkpoint also wirklich hier der Moment und nicht Can I talk you out of this? No. We don't know what happened. I gotta find him. I mean, if you really killed Danny. Fuck Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa, Abby. I do appreciate you helping me sneak out like this. Aber ja, die Szene wirst du unter Umständen noch heute noch öfter sehen. Weil ich weiß, dass da hinten mehr Leute sind. Okay, ich weiß, dass ich es schaffen kann, auch durch Rennen. Und wenn ich den anderen richtig ablenke, dann, oh ne, die Flasche habe ich ja schon. Dann geht's, aber, ja, das hätte eben jetzt passen müssen. Ich hätte
gedacht gerade, wie gesagt, ich hätte die Flasche oder den Stein ausgerüstet, um dem halt eben ins Gesicht zu schmeißen, um den abzulenken. Wenn man ihm dann natürlich anstatt einem Stein eine Pipebomb ins Gesicht schmeißt, ist es natürlich was anderes. Dann natürlich auch noch so doof ist und reinrennt. Ah, Flasche. Hey. Thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on, Alex. You know I can't handle all this emotion. Looks clear. Ja, ich werde auch nicht zu lange machen, aber den ersten Checkpoint hätte ich schon gerne. Weil sonst habe ich ja noch nicht wirklich viel gemacht. Das andere war ja nur auf der Basis und auf die Rückblende. Das ist ja so mehr nur der Story-Part. Oder rein Story-Part, wo da nichts passieren kann. I'll do my best. Seriously, watch yourself out there. See ya. Aber ich weiß auch nicht, wie lange der Teil noch geht. Also, ich habe so das Gefühl, bei Ellie gab es ja auch schon mal lange Sequenzen, wo es keinen, keinen Speicherpunkt gab, beziehungsweise eben den, die Kapitel sehr lang sind. Hier speichert es ja nur pro Kapitel. Ich glaube, da oben brauche ich nicht nochmal reinzugehen. Oder ich guck mal, ob da jedes Mal nur der Brief ist. Oder ob hier auch ab und zu mal Supplies liegen. Das gibt es ja auch manchmal. Dass manche Supplies nicht immer spawnen. Oder was ich heute auch in dem Video gesehen habe, da hat auch ein Streamer gesagt, dass je nachdem, wie viel Munition oder du sonst was man an manchen Stellen noch hast, halt eben manche Supplies spawnen oder halt eben nicht spawnen. Weiß aber auch nicht, ob das stimmt. Ich könnte es mir vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ist hier auf dem Laster noch was? Ah, da hinten liegt aber noch was. Hier lagen aber auch nur die Münzen drin, genau. Nice. Okay, die brauchen wir jetzt gleich nochmal. Ich hoffe, dass es diesmal nochmal so glatt läuft wie eben. Weil eben hat mich ja schon gewundert, habe ich schon gesagt, weil ich erinnere mich hier noch dran an meinen ersten Playthrough auf Normal. To a great start. Nix. Yeah.
Okay, jetzt hier nochmal Vorsicht. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich weiß, wo der Code ist, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hinzugehen. Weil ich weiß nicht, ob da oben nur ein Klicker ist oder ob zwei da sind. Und ich meine, da kommt man irgendwo auf eine Terrasse und da liegt so ein Brief und da liegt der Code, also da steht der Code für den Tresor drin. Wie gesagt, ich könnte ihn jetzt auch am Internet abgucken. Je nachdem, wie oft ich das hier noch spielen muss, mache ich es vielleicht sogar. Aber, ja. Ist halt immer schade, das ärgert mich schon so ein bisschen, weil meistens ist Munition oder sowas drin. Was halt eben sehr, sehr nützlich ist. Oder es ist oft Munition drin. Aber, will jetzt wegen meiner Gier nicht drauf gehen. Obwohl, es kann auch sein, dass ich es irgendwann später nochmal bereue, wenn ich irgendwie einen Encounter habe. Und mir fehlt nachher Munition oder sowas. Hab da vorne auf der Straße noch einen Stein oder so? Weil den würde ich mir dann noch krallen. Weil die sind manchmal... Flaschen und Steine sind oft echt richtige Lebensretter. Weil du damit mal, wenn du überrascht wirst, halt Gegner stunnen kannst. Beziehungsweise sie auch stunnen oder ablenken kannst. Oder was auch immer. Deswegen ist das immer sehr, sehr nützlich, noch einen dabei zu haben. Losing my sunlight. Check the other structures. Clear the path to Martyr's Gate. Theo, come with me. Ich warte diesmal mal nicht so lange. Wie gesagt, durch die tiefstehende Sonne kann ich sie nicht sehen. Das ist halt eben hier echt ein großer Nachteil. Oh.
Oh. Geh weg. Genau dahin. Ich schnell nochmal ins hohe Gras komme. Schauen wir, dass das nur so war. Und mich jetzt keiner direkt gesehen hat. Ah, da ist er. See anything? Nothing here. Sie wurden also zwar misstrauisch, aber haben mich nicht gesehen. Oh, shit. Dass die nachher da hinten im Haus abgelenkt sind und ich mich eigentlich nur noch um den da kümmern muss. Den ich jetzt schon wieder nicht gesehen habe. Shit. Kommt, glaube ich, hier nochmal auf der Runde durch. Nach oben. Oh shit, die muss ich hier raus. Komm ich hier weiter? Shit. Ich weiß es nicht mehr. Kacke. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen noch eins hoch, oder? Shit, das gehört immer noch alles zu einem. Oder?
guck mal mich hier vorsichtig um. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme. Und habe deswegen auch hier nicht so viel vorbereitet. Ich gucke ja immer so, weil es schon lange her ist, ungefähr die Marschrichtung, wo ich hin muss. Und versuche dann so aus meiner Erinnerung raus, noch hier irgendwie zu gucken, was hier so los ist. Beziehungsweise wie ich was bekämpfe, wie ich mit was weitergehe oder wie es auf dem Normal Run war. Und erst wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, gucke ich ja nach Strategien oder so, wie es halt eben geht. Aber hier hatte ich echt nicht mit gerechnet, dass ich irgendwie hier hinkomme. Ich hab sonst immer so Probleme mit den Klickern und diese Stelle mit dem Zug, wo die Runner abgelenkt werden. Dachte ich auch nicht. Also that's hier, fucked up kind of way. Ich bin hier noch lange nicht raus. Fürs Zielfern, aber was brauche ich denn dafür? 80. I can do this. Okay, hier scheint wohl keiner zu sein. Das ist echt eine lange Sequenz. Fuck. Camp so close to Martyr's Gate. Damn it. Just keep heading down. It will serve its purpose. So, should we help with the search for the runaways? Emily is taking a group into the woods at sundown. She'll find them. Good. May our prophet grant justice to the apostates. May they serve as an example to others. Come on! Ah, shit. Ach, komm. Mist, ey. Das ist scheiße. Ah. Okay. War jetzt gerade doof, dass der da unten jetzt stand. Ja. Ich dachte, ich könnte noch eben den Stein ins Gesicht schmeißen, aber das hätte ich von oben machen müssen. Unten hat es sich erstmal abgefangen und deswegen hat es auch den Stein, als ich ihn dann schmeißen konnte, nach unten geschmissen. He's there. Let's get off the roof before someone sees us. Schade. No. Sieht, glaube ich, aus, als würde ich heute den ersten Checkpoint dann mehr erreichen. I gotta find him. Aber muss auch nicht. If
you really killed Danny. Ja, doch nicht schlimm. Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa, Abby. Wie schon gesagt, also bei den Last of Us Streams werdet ihr Szenen über und über sehen, weil ich habe, wenn ich die YouTube-Sachen zusammenschneide, zähle ich immer mit, also ist dann ein Counter, wie viele Versuche ich gebraucht habe, und neulich so bei der Train Yard-Sequenz und mit zusammen mit diesem Hardware-Store habe ich 18 Versuche gebraucht. Also nur, um euch vorzuwarnen. Das ist normal, dass ich das nicht gleich hinkriege. Aber es kann auch eben eine Weile dauern. Deswegen ist immer so eine... Also ihr habt keine Déjà-vus, wenn ihr mal irgendwie nebenher was macht oder irgendwie zwischendurch was essen geht oder sowas. Wenn ihr dann nochmal die... Vielen, vielen Dank für den Raid. Und grüße euch alle, die mit rüberkommen. Ja, wie schon gesagt, neuer Versuch für die Sequenz hier. Grounded Permadeath Modus. Hey. Hat ein Anführungszeichen der einfache. Nur für, wo ich nur quasi ein Kapitel, also auf den Kapitelanfang nochmal zurückfalle und nicht auf den Game-Anfang oder auf den Anfang vom ganzen Akt. Und ja, ich versuche jetzt hier irgendwie auszuklamüsern, wie ich halt hier vorbeikomme. Und bin jetzt eben gerade, weil ich doof war, hat es mich zerrissen. Looks clear. Come on. Wish me luck. When you find him. Ja, und das sind halt auch die Sequenzen, die kann man nicht überspringen. Also wie gesagt, ihr habt da keine Déjà-vus, wenn ihr mal irgendwie kurz vom Stream weggeht und irgendwie denkt, das hier habe ich ja schon mal gesehen. Also im Zweifel habt ihr es schon mal gesehen. Okay. Just follow the sunset. Weil hier kommt es wirklich auf Timing und auf alles an. Also Timing-Skill und zu wissen, wo man hin muss. Und ja, das sind die halt alle Sachen, für die ich nicht so bekannt bin. Aber trotzdem, bis hierher habe ich es ja auch geschafft und irgendwie komme ich immer dran vorbei, aber es kann eine Weile dauern. Okay, da oben brauchen wir nicht hin, da ist die letzten beiden Male nichts gespawnt an Supplies. Da oben noch den Lappen mit. Okay, Flasche haben wir. Hoffen wir, dass wir eben auch jetzt aber Tresor. Ja. Oh shit. Erstmal Klicker bekommen. Oh Scheiße. Ah, zu langsam. Zu langsam. Somewhere else. He's there. Let's get off the roof before someone sees us. Can I talk you out of this? No. We don't know what happened.
I gotta find him. I mean, if you really killed Danny... Fuck Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Wer sich erinnert, ich habe ja vorhin gesagt, es wundert mich, dass ich den vorhin bei den ersten beiden Versuchen oder bei den ersten drei Versuchen so gut hingekriegt habe. Der hat mir auf Normal schon, war es schon nicht so. Ich will ihn halt jetzt eben auch im Nahkampf wegkloppen, um mir halt eben die Munition zu sparen. Weil ich mir die Munition eben aufheben will für andere Encounter eben. War dasselbe Problem wie Ellie. Wir hatten ja jetzt mit Abby, ich bin jetzt ja erst in den Abby-Teil reingerutscht, aber wir hatten mit Abby ja jetzt noch nicht so einen richtigen Bossfight. Jetzt mit Ellie gegen den Bloater oder sowas. Hey. Thanks. Ich meine, klar, das mit dem, mit dem Baumarkt, das war jetzt auch nicht einfach. Hat auch Ressourcen gekostet, aber komm schon, Manny. Looks clear. Come on. All right. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Seriously, watch yourself out there. See ya. Okay, just follow the sunset. So, okay, ich habe jetzt gerade nach dem Türcode gegoogelt. Nach dem Tresorcode gegoogelt. Ich meine, ich muss zwar jetzt erstmal hinkommen. Lass mich jetzt wieder der Klicker weg, oder? Der Klicker own. Yeah.
Oh oh. Diesmal hatte ich auch das Gefühl, die kam dicht daran. Jesus. Ach, das ist Abby. Abby ist außer Atem. Ich dachte schon gerade, so, 68, 96, 89. Och nee, oder? Ja. Meine, ich nehme ja alles mit. Jede Ressource ist wertvoll. Ich dachte nur Sprengstoff oder was weiß ich, ist drin. Mein, klar, wenn du Pfeile herstellen willst und sonst was, hast keine Bindung oder andere Sachen, ist auch mies. Ich war da von den letzten Tresoren auch zu verwöhnt. Da war immer fast immer Munition drin. Ja, manchmal hat man Glück und... manchmal findet man nur eine Dose Pillen und... und eine Rolle Kreppband. Aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal vergessen. Hier haben wir noch so ein bisschen... ein bisschen Sprengstoff. Auf alle Fälle irgendwas, mit dem ich halt Explosives herstellen kann. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich habe es, glaube ich, eben auch nicht gemacht. Weiß nicht, ob die mich da oben sehen kann und ob ich noch da, bis da vorne zu dem Dingens kriechen könnte. Aber ich glaube...
habe so das Gefühl, dass sie diesmal anders gelaufen sind als vorhin. Aber das hatten wir schon öfter, dass es hier ab und zu mal verschiedene Patrouillenrouten gibt. Finde ich echt so die Challenge Runner, die diese Kill All Runs machen, finde ich da echt genial. Die haben da echt alles im Kopf und wissen dann, was sie zu tun haben, wenn da mal was anders ist und wie sie alle kriegen, um die Stealth und ohne Knarren oder sonst irgendwas umzubringen. Sehr, sehr cool. Könnte ich nie so spielen wahrscheinlich oder müsste halt eben wirklich sehr, sehr viel trainieren, aber wie gesagt, müsst ihr euch mal geben, ist sehr, sehr cool. Oh Mann. Scheißdreck. Ah, ich wollte mich noch heilen. Schade. Habe ich nicht genug aufgepasst. Ich habe jetzt mehr nach denen hinten geguckt, dass die mich nicht sehen, als dass ich nach dem da oben geguckt habe. Owen's somewhere else. He's there. Let's get off the roof before someone sees us. Can I talk you out of this? No. We don't know what happened. I gotta find him. I mean, if you really killed Danny... Fuck Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa, Abby. I do appreciate you helping me sneak out like this. How are you getting to the quarry? The highway? Can't. Too many patrols. I could spot it for sure. I'll rough it. Aquarium's due west of here. Keep following the sun, right? I'm coming with you. I've done this before. Not with this many scouts in the area. Manny, please. All right. You know best. Hey. Thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on, Abs. You know I can handle all this emotion. Come in. Looks clear. Come on. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Seriously, watch yourself out there. See ya. Okay, auf ein neues. Okay. Just ja, ich, wie gesagt, heute wird nicht so lange. Ich denke noch, falls der hier auch nicht klappen soll, noch ein oder zwei Mal probiere ich es und dann vertagen wir es auf ein andermal. Weil ging mir schon öfter so, wenn man so zwingen will,
dann packt man das Timing irgendwie nicht so wirklich. Und manchmal, wenn man so, wie soll ich sagen, mit einem frischen Kopf rangeht, dann passt's. Wo ich schon mal ganz zufrieden mit bin, wie gesagt, ihr seht hier auch sozusagen, weil ich ja nicht so viel Zeit habe zum Zocken, also nicht so viel Zeit habe jetzt nur, mich da auf Last of Us vorzubereiten, sind das ja auch immer so meine Trainingsruns. Und bin eigentlich schon so weit ganz zufrieden. Einmal dadurch, dass ich relativ gut durch dieses, wo der Zug vorbeifährt, durchkomme. Den Klicker oben habe ich jetzt auch meistens hingekriegt, bis jetzt auf einmal. Und so dieses Kriechen bis in das Gebäude rein geht ja auch so. Also es könnte besser sein. Aber ja. Soweit. Muss es halt immer positiv sehen, dass für mich halt eben so ein Hauptpunkt hier, wenn man das halt eben macht. Aber gut, da ist halt eben auch jeder anders drin. Muss halt eben so manchmal die aufkommende Frustration mit dem bekämpfen, wo man halt eben weiß, dass es halt eben schon ganz gut geklappt hat. Aber das wurde mir auch gesagt, als ich da mit dem Gedanken gespielt habe, was zu machen. Ich meine, ihr müsst ja auch nicht gemeinsam machen. Ihr kriegt ja, ihr könnt es ja einmal auf Grounded durchspielen und halt eben dann auf einer bisschen leichteren Stufe halt eben auch die Permadeath-Sachen. Könnt ihr es in zwei Playthroughs machen. Ich quäle mich ja absichtlich und mache es in einem Run. Aber als ich mit dem Gedanken gespielt habe, das zu machen, war das Erste, was mir dann halt eben von Leuten gesagt habe, was ich in Foren gelesen habe. Ja, wenn du das anfängst, dann musst du dich dran gewöhnen, dass du oft stirbst. Und die haben nicht übertrieben. Also wer schon ein bisschen länger mit dabei ist, wird sich noch an die Grundschule erinnern. Und die Grundschule waren ja wirklich, glaube ich, über 100 Versuche. Da durchzukommen. Und deswegen bin ich ja noch schon, und ich glaube Hillcrest waren auch sehr, sehr viele. Und deswegen denke ich mit 18 Stück beim letzten Abschnitt ist das doch schon ganz gut. Oh. Jesus. Ja, wir waren der Codenummer. Was war das letzte? 89. Aber es ist auch bei diesem Mal nicht mehr drin. Gut, da ist es immer eigentlich ungefähr dasselbe. Was ich jetzt aber wirklich nachgucken muss, ist, wie gesagt, ich habe ja heute auch nochmal bei einem anderen Streamer ein Video geguckt und der meinte ja, also zumindest an der einen Stelle, wenn du da so und so viel an Munition noch hast, spawnt halt auch gar nichts. Ich muss jetzt echt mal nachgucken, ob das stimmt. Ob der Grounded Mode dich wirklich bewusst klein hält, dass du gar nicht über gewisse über eine gewisse Anzahl an Munition und Zeugs halt eben kommst. Habe ich eben schon gesagt, ich könnte es mir vorstellen, aber
Ich hätte es halt eben auch gern bestätigt. Ach, shit. Ich wollte rennen und habe wieder Kreis gedrückt. Da hat sich gerade wieder die Steuerung von Elden Ring durchgesetzt. Didn't we just clean all this shit up? Theo, come with me. You two take the other side. May she protect us all. So. Erst sie und dann müsste jetzt auch noch gleich der mit der Glatze kommen. Weißt du, sie guckt normal nicht in die Richtung hier runter. Ja, müsste ich mal austesten, ob es hier ja, ob das geht. Dass ich da noch, auch wenn sie da steht, noch ein Stück weiter vorkrieche, könnte ich vielleicht ein bisschen Zeit sparen. Aber Hauptsache, ich komme durch ohne. Oh oh. Habe ich das eben nur nicht gesehen oder machen die das die ganze Zeit schon? Okay, diesmal warte ich, bis er jetzt hier oben weg ist. Okay, er dreht sich um. Oh shit. Mensch, ey. Ja.
Owen didn't come this way. Aber da bin ich wieder. Ja, das hier ist ein unheimlich, unheimlich langes Stück. Bin mal gespannt. Also ich weiß nicht, ich glaube, heute wird das nicht mehr viel. Heute wird das nichts mehr. Ich gebe mir da mal nicht viele Chancen für. Ja, du, nee, können wir demnächst mal was ausmachen. Ich hab zwar jetzt drüben noch keinen Grill wirklich, aber ja, habe ich vor, welche zu bestellen, also einen zu bestellen, beziehungsweise, naja, natürlich mehrere, also einmal Smoker, Schwenker und ist ja schnell da. Können wir ruhig demnächst noch machen. The elders will be pleased to have a camp so close to Martyr's Gate. Damn it. This site is just crude. Keep heading down. It will serve its purpose. So, should we help with the search for the runaways? And the God, what the fuck did I walk into? You seem weary. You need to rest? Good. No. Prophet Geh. I don't like being out here. Geh und hoffentlich entdeckt er mich nicht. Green. The air is down. Once we're settled in, we will burn the old pictures and machines. Plant our seeds and trees, just as we did back home. In time, the earth will reclaim the spring. It'll be as if all this was never here. Oh. Nee, gucken wir demnächst mal. There's a wolf there! Und solche Todesschützen, ey. Ah, fuck. Da vorne wär's runtergegangen. Ich habe nur irgendwie nicht geschafft, mich richtig zu heilen und jetzt eben aus Panik habe ich auch wieder nicht richtig, ja, ich wollte eine Pipebomb schmeißen. Ich drehe am Spieß, okay. Nee, aber jetzt generell, wie gesagt, hier der, mein Smoker hier ist ja kaputt. Aber wie gesagt, ich will ja eh Dings mir noch alles aufrüsten, von Schwenker bis Smoker halt eben alles besorgen. Und, What if Owen's somewhere else? He's there. Let's get off the roof before someone sees us. Das wäre sowieso mal wieder Zeit. das letzte Mal ist schon wieder zu lange her. We don't know what happened. I gotta find him. I mean, if you really killed Danny... Fuck Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa, Abby. I do appreciate you helping me sneak out like this. How are you getting to the quarry? The highway? Can't. Too many patrols. I get spotted for sure. I'll rough it. Aquarium's due west of here. Keep following the sun, right? I'm coming with you. I've done this before. Not with this many scars in the area. Many, please. All right.
You know best. Hey. Thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on, Abs. You know I can't handle all this emotion. Die extra großen Rips mit, ja. Looks clear. Come on. Hätte ich auch jetzt nicht anders erwartet. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Seriously, watch yourself out there. See ya. Okay, just follow the sunset. To a great start. Shit. Oh, das war knapp. Das war knapp. Hat sich sonst auch mit so in die Richtung bewegt. Was war das letzte nochmal? 60, 97?
68, 96, 89. Okay. Gate. Truce is dead, but you just keep coming back here. Didn't we just clean all this shit up? Losing my sunlight. Check the other structures. Clear the path to Martyr's Gate. Arthur, come with me. You two take the other side. Mission protect us all. Ja, das hier ist, finde ich, echt eine schwere Stelle. Also zumindest mal für so einen Noob wie mich. Weil hier sind so viele Leute, die patrouillieren. Und wie gesagt, auf Grounded sind das echte Todesschützen. Das, da sitzt alles. Die sehen alles, die hören alles. Okay, sonst kamen die doch hier auch noch vorbei. Sind die jetzt schon weg, oder? So many books. Okay. So much wasted thought. You've never been curious to read something from before the cataclysm? No. And you should remember what happened to Noah when he was found with one of their books. Sind die jetzt diesmal anders gelaufen als sonst? Scheint so, ich sehe mal niemanden. War ich jetzt diesmal zu schnell oder was? Wenn die jetzt hier runterkommt, sitze ich mich halt eben.
Scheiße. Jetzt direkt hier runter. Oh shit. Das war jetzt halt eben, ja, war jetzt Pech. Ich müsste mir jetzt nochmal angucken, um zu checken, ob ich da jetzt gerade, danke, ob ich da jetzt gerade schneller war als sonst und die deswegen auf einem anderen Verlauf der Route erwischt habe. Oder ob das halt einfach nur, wie eben schon gesagt, ein atypischer Verlauf ihrer Wachroute war und jetzt einfach nur Pech hatte. Okay, einen Versuch mache ich noch. Dann ist für heute die Luft raus. Ich merke schon, mir werden also... Sieht vielleicht nicht so aus, aber... Es ist immer unheimlich anstrengend, weil ich mich so konzentrieren muss. Ich weiß, es sieht nicht so aus, als würde ich mich arg konzentrieren, weil ich andauernd drauf gehe. Aber... ja. Ich versuche so viel wie möglich hier wirklich im Auge zu behalten. I do appreciate you helping me sneak out like this. How are you getting to the quarry? The highway? Can't. Too many patrols. I get spotted for sure. I'll rough it. Aquarium's due west of here. Keep following the sun, right? I'm coming with you. I've done this before. Not with this many scars in the area. Manny, please. Alright. You know best. Ah, okay. Brauche ich also nicht wirklich nochmal vorbeizugehen. Ich hätte auch wahrscheinlich um den Pfeiler rumgehen sollen und mich dann heilen. Das wäre schlauer gewesen. Von wegen halt eben Schusslinie. Aus der Schusslinie gehen. Hätte ich es vielleicht noch retten können. Aber hätte, ne? Ich versuche es mir nur zu merken, falls mir nochmal so doof geht. Aber egal. Looks clear. Come on. Wenn es jetzt auch nicht klappt, wie gesagt, da gucke ich ja immer so nach, was andere Streamer gemacht haben und wenn ich selber halt nicht weiterkomme. Ich bin jetzt, wie gesagt, für meine Verhältnisse relativ weit gekommen. Aber kann jetzt auch sein. Vielleicht gibt es da einen Trick. Ich meine, wo wir beim vorletzten Mal waren, hinten war ja irgendwie so ein bisschen grün. Ich meine, da geht es irgendwie runter. Und da ist dann auch hoffentlich der Checkpoint. Great. Beziehungsweise das Kapitelende.
Oh shit. Nee. Ich habe eins zu weit und da war es die scheiß Pipe Bomb. Nee, okay. War doch noch nicht der letzte. Ich mach's nochmal. shit. Hab eins zu weit. Und das bringt dann schon das Timing durcheinander. Passt schon wieder nicht mehr. Let's get off the roof before someone sees us. Can I talk you out of this? No. We don't know what happened. I gotta find him. I mean, if you really killed Danny. Fuck Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa, Abby. I do appreciate you helping me sneak out like this. How are you getting to the quarry? Highway? Can't. Too many patrols. You get spotted for sure. I'll rough it. Aquarium's due west of here. Keep following the sun, right? I've done this before. Not with this many scars in the area. Manny, please. Hey. Thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on, Abs. You know I can't handle all this emotion. Looks clear. Come on. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Seriously, watch yourself out there. See ya. Okay, just follow the sunset. Scheiße. Nee, es wird jetzt glaube ich Zeit. Ich mach immer mehr Mist. Komm, ey. Oh, fuck. Ja, nee, nachdem es gestern nicht so toll lief, habe ich nochmal so ein bisschen mich umgeguckt, habe noch ein paar andere Sachen gesehen, die mich nochmal auf Ideen gebracht haben und die ich ausprobieren will. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt bis zum nächsten Stream warten, bis ich es dann testen kann. Deswegen nochmal eine Runde Offstream, werde es dann ans YouTube-Video dran schneiden. Und ja, zeichne es aber trotzdem auf, damit ja, ich halt eben alles vollständig, alle Versuche dokumentiert habe, wie die ganze Zeit eben auch. Can I talk you out of this? No. I don't know what happened. I gotta find him. Ich war ja gestern schon ein paar Mal kurz davor. Fuck Danny.
Aber ich konnte ja schon sehen, ich konnte ja das Ziel schon sehen, wo ich hin muss, um diesen Abschnitt hier zu schaffen. Aber, ich hab eine Flasche. Manny, please. Hier habe ich nichts. Hey. Thanks. Please? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on, Abs. You know I can't handle all this emotion. Looks clear. Come on. All right. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Seriously, watch yourself out there. See ya. Okay, just follow the sunset. So, erstmal hier nochmal Zeugs mit. Ups. Ach, komm schon. Controller. Ja, ich hab, wer's weiß, ich hab den Wackler immer noch nicht repariert. Sehen, da hinten gibt's auch noch was. Flasche Alkohol und ich glaube, hier kommt man noch runter, oder kann man? Nee.
Ich dachte, hier kommt man, kann man irgendwie auch von oben runterspringen, wenn man da. Okay. Oh, hier war nochmal die Kombination. Kann sein, dass ich da nochmal nachgucken kann. War, glaube ich, 68. Ich glaube 89, ne? Ja. Alles mit. Oh. Weil ich habe auch heute in dem Video gesehen, ich habe mir mehrere angeguckt. Aber die haben da auch in dieser, an dieser Stelle, wo ich dann immer gekrochen bin, sind die gar nicht so lange gekrochen wie ich, sondern erst irgendwie später. Und sind auch oben durchs Haus und nicht unten durch. Probieren wir jetzt mal alles aus. Also das jetzt alles aus. Und wo ich mich so schwer getan habe gestern, wenn ich dann mal unten war und versucht habe, an den allen vorbeizuschleichen und so weiter, gibt es auch wohl eine Methode, da direkt hinzugehen. Hier oben hoch. Don't see anything. Und dann eben erst, glaube ich, hier irgendwie gekrochen. Glaube ich, gewartet, bis die beiden weg sind da vorne. Er geht ja jetzt da hinten hin, aber oben steht noch einer. Kommt jetzt nochmal runter. Oh oh. Ich bin mal so ein bisschen zurück ins höhere Gras. Die sich jetzt nochmal umdrehen. Ich
Okay, der ist auch hier hinten vorbeigekrabbelt. Und nicht so durch dieses... Ich habe immer so dieses Loch da benutzt. Weil ich dachte, das ist kürzer. Komme ich schneller hier irgendwie vorbei. Steht jetzt jemand am Fenster. Warten wir mal, bis der seine Runde da fertig hat. Der müsste ja nochmal hier vorne kommen und da vorne hin, da vorne durchhauen. Schauen. Und da hinten ist, glaube ich, jetzt soweit. Ich sehe keiner. Ja, genau, das meinte ich. Der kommt jetzt hierher, guckt hier hoch. Sollte sich jetzt nochmal umdrehen, genau. Und dass mich von den anderen jetzt keiner sieht. Und jetzt warte ich hier, bis er nochmal kommt. Nochmal seine Runde macht. Und dann kann man wohl von hier aus auch schon ein Stockwerk höher gehen. Das heißt, man muss gar nicht hinten die Runde abwarten, bis er nochmal rauskommt und ihn dann killen. Sondern man kann wohl direkt hier schon hoch. Hier gibt es wohl auch noch Supplies, aber die lasse ich, weil ich zu nervös bin und Angst habe, dass mich doch noch einer sieht. Hier könnte ich mich auch schon normal bewegen, aber wie gesagt, Schiss und deswegen lasse ich's. All this. Of course, I walked right into a scar camp. Gibt's hier noch irgendwas? Vorsichtshalber auch mal die Taschenlampe aus. So, er hat es jetzt da fallen lassen. Und ist halt direkt hier hin. So, hier. Drauf gehüpft. Da runter. Hinter mich. Oh. Was im Schaden? Just keep heading down. Yep. Okay. Man weiß wie. Es ist einfach, wenn man so ein bisschen aufpasst. Kann ich hier was tun? Oh ja, muss ich. Nein.
Ja. Oh. Ja, nee, man kann sich's Leben echt einfach machen und da merkt man nochmal ein Beispiel dafür, dass es auf Grounded nicht immer so funktioniert, wie es halt irgendwie auf bei den Normal Playthroughs halt eben funktioniert hat. Scheint nochmal eine Rückblende zu sein. Okay, die mache ich dann jetzt aber auch noch mit, weil ich weiß nicht, ob es abgespeichert hat. Hey. Hey. Everything all right? Yeah. Is it bad time? No. So, what's up? We got orders? Sort of. Sort of. You know what? Just, how about we hold off on the Isaac talk for just a minute? Owen. When's the last time you were here? Look around. Take it all in. Hold on. Is Alice out here? She's out with Mel. Ach, die kann man schütteln. Okay. Oh, ich wollte ihn kurz schätzen. You guys doing okay? Dating life's good. Ich hatte, wie gesagt, immer noch mal geguckt, wo ich immer gucke, bei Innerbox 44, Pineapple Sandwich. Habe aber auch geguckt bei Last of Us Threads und ich glaub, weiß nicht, wie der Streamer Idikon oder wie man es ausspricht. Bei denen hatte ich geguckt gehabt, wie die es machen und habe dann irgendwie kombiniert. Was ich dann eben fähig bin zu machen, weil dieses Prone-Diving, was da immer so ist, womit man wohl einigermaßen unsichtbar bleibt und sich trotzdem relativ fix hier bewegen kann, das kriege ich irgendwie nicht so wirklich hin, deswegen muss ich es immer Standard machen. Complicated. Don't touch that. Abigail? Are you doing a science experiment? Kinda. Making some prime hooch here. If you're nice, I'll give you some. Lucky me. Aber ja. Nee, ich will's ja auch so machen. Es ist ja immer so erstmal mein erstes, wie soll ich sagen, was ich zuerst versuche, ist ja immer, ob ich's irgendwie selber rauskriegen kann. Was meistens dann nicht funktioniert, dann versuche ich so ein bisschen zu trainieren, versuche irgendwie zu gucken, ob ich da, selber schaffe, da anzupassen, und wenn es dann irgendwie gar nicht geht, dann gucke ich halt eben nach, wer wo wie was macht noch und was ich davon auch benutzen kann, weil die Leute sind halt alle so skilled, beziehungsweise auch so schon darauf trainiert, die Challenge Runner, dass es nicht immer so einfach geht, das so als Normalo-Gamer, wie ich schon sagen will, ich spiele das halt einmal die Woche, vielleicht ein paar Stunden. Und gut, ich würde es auch mehr Stunden machen, wenn ich die Zeit hätte. Beziehungsweise die Zeit hätte ich vielleicht schon. Ich dürfte nur nichts anderes mehr spielen. Aber da ich ja immer so viel parallel mache, passt das halt eben. Ne? Deswegen muss ich mal gucken, dass ich irgendwas habe oder irgendeine Strategie finde, mit der ich halt eben das dann halt eben alles auch durchziehen kann. I'm embellishing it. Oh, you've really moved up from graffitiing Firefly tags. Oh, did you hear another Firefly joined last month? Ex-Firefly. Well, she'd also heard about a regroup in Santa Barbara. Was there any proof to go along with that rumor? No. How about that? What's this? Oh yeah, Mel and I have this competition thing going. Oh, I don't think you would enjoy it. It's pretty complicated. I see what you're doing, and it's working. What do I do? Okay.
See those targets? Yeah. Just hit as many as you can before the time's up. I win. You better write my name up there. You got it. Oops. Take it off. That's one. Yeah, proud of you. Two down. And more to go. Just 10 seconds left. Five, four, three, two, one. Ja, das war's wohl. Ich weiß aber nicht, ob ich das schon mal gewonnen habe oder nicht. I almost had it. Oh, so close. Yet. Put my score up. I'll do better next time. I'll do it later. Oh my... Are you nervous that Mel's gonna find out I was here? What? No. She doesn't care. Vim put me up on the board. Jeez. Calm down. Ja, 6 Stück ist nicht viel. Ich glaube, es gibt eine Trophy, wenn du es übertriffst. Oh, so now weiß nicht, ob ich das schon mal geschafft habe oder nicht. Is it that boat captain's body? Cuz I saw it last time. You didn't put a Santa hat on it, did you? What? No. That would actually be kind of cool. This is even cooler. Come on. What is all this? Festive. Sieht echt cool aus. You gotta get the full effect. Have a seat. Take in that view. Nice. Oh, whatever. Philistine. You want me to lie? Yes, obviously. She's into this Christmas thing, and it's our 1 year, so. I think it's adorable. I think you can go fuck yourself. No, I wish someone loved me enough to make me a stocking. You don't deserve one. What, a stocking? Or someone who loves me? Why are you in such a good mood? Am I? You should blow off training tonight. When the moon comes I found out. Joel's brother. He's at a settlement out in Wyoming. How do you know that? It's the Fireflies who served with him got picked up at the wall. I thought he quit like a decade ago. Yeah. So, have these guys heard from him since? It's a lead. I gotta see it through. But you know that even if he is there, and you do find him, he might not know where Joel is, right? Did you tell the others? Everyone's on board. Mel included. Yeah. We can leave next week. Isaac's never gonna let that many people go off base. He already did. Bullshit. Who's more about justice than Isaac? He knows what Joel's done.
We're doing this together, right? Are nested with sin. Free them that they may know my. The other apostate. Clip her wings. Wartet nicht so lange, ey. Die arme Evie. Yara. Demons are coming. Cut her down. She's one of them. Lev. Watch your backs.
Okay. Ach, ich kann hier, glaube ich, noch nicht aufhören. Okay, das ist also das nochmal. Nee. Okay. Dann geht's also hier das nächste Mal im Stream weiter.